Alle, die sich sehr für die Sims 5 interessieren, aufgepasst. Es wurden neue Screenshots zur nächsten großen Sims-Generation geleakt, die ich euch in diesem Video genauer vorstellen möchte. Kaum wurden erste Szenen von Project Renee, aka Die Sims 5, vor einigen Wochen geteilt, gibt es bereits Nachschub. Die Entwickler haben nämlich erste Spieletests gestartet, bei denen kleine Gruppen von Spielern Feedback zum Baumodus und den neuen Features teilen sollen. Diese sind eigentlich streng geheim, was allerdings einige Teilnehmer nicht davon abgehalten hat, trotzdem erste Szenen aus dem neuen Sims-Titel mit der Online-Plattform Reddit zu teilen. So ist nämlich von einem bereits gelöschten User diese Screenshots, die ihr auch im Hintergrund seht, aufgetaucht, auf denen ein paar weitere kleine neue Features erkennbar sind. So gibt es beispielsweise im Baumodus eine Funktion, mit der ihr euch die zuletzt verwendeten sowie vermutlich derzeit am beliebtesten Objekte in der Community ansehen könnt. Diese Funktion ist zwar klein, allerdings meiner Meinung nach eine tolle Ergänzung. Hoffentlich werden wir ebenfalls Objektesammlungen mit bestimmten Möbeln zusammenstellen können. Neben den eher weniger spannenden Tutorials innerhalb des Spiels wurden ebenfalls ein Blick auf die neue Welt gewährt, die wir uns gleich ebenfalls nochmal im Detail ansehen. Zuvor aber noch ein kurzer Hinweis: Wenn ihr auf viele Sims 4 Erweiterungen massiv sparen wollt, schaut bei meinem Partner Instant Gaming in der Beschreibung vorbei. Hier findet ihr beispielsweise die Nachhaltig-Leben-Erweiterung oder Inselleben für 18,12 € oder Hunde und Katzen für unschlagbare 18,33 €. Danke für eure Unterstützung. So, jetzt aber wohl zum Spannendsten, ein paar Szenen der neuen Welt aus The Sims 5. Wie wir schon in den letzten Videos gesehen haben, werden wohl die Apartments ein Teil des Basisspiels von The Sims 5 sein. Das bestätigt sich jetzt nochmal weiter, denn auf den Screenshots aus dem Reddit-Thread sieht man hier eine Kleinstadt mit vielen verschiedenen Häusern und einer Welt, die einfach abrupt aufhört. Das ist aber völlig normal, da diese zu diesem extrem frühen Zeitpunkt der Entwicklung noch gar nicht fertig ist und wahrscheinlich erst in einem späteren Stadium der Programmierung von den Entwicklern komplett poliert wird. Auch wenn es derzeit schwierig zu sagen ist, wirkt die Stadt für mich wie eine frei begehbare, offene Welt, die hoffentlich ohne Ladebildschirme auskommen wird. Das ist derzeit aber natürlich reine Spekulation. Laut dem Reddit-User kann man in diesem ersten Test 4 verschiedene Apartments nutzen. Mal sehen, wie das dann im fertigen Spiel sein wird. Etwas später wurde dann dem Twitter-Account The Sims 5 World weitere Screenshots zugespielt, auf denen man noch besser die derzeit namenlose Welt erkennen kann. Besondere Highlights sind hier für mich das mit Graffiti und bunten, lilanen Pflanzen dekorierte Apartment im Hintergrund und die kleinen Radwege. Genießt diese Screenshots aber alle mit Vorsicht, diese haben nämlich in keinster Weise irgendetwas mit dem fertigen Spiel, welches erst in mehreren Jahren erscheinen wird, zu tun. Was denkt ihr zu den ersten Screenshots? Habt ihr noch kleinere Details aus den geleakten Bildern entdeckt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.